So, wir sind jetzt beim Creative Festival 2023, gerade an unserem Stand. Es ist 8.30 Uhr, um 10 Uhr geht das offizielle Programm los. Wir gehen jetzt gleich mal zu Blue Stage, wo ich meinen Auftritt später habe und schauen uns das mal an. Und ich nehme mich heute den ganzen Tag einfach mal mit der Kamera. Es regnet zwar im Moment noch, es soll später aber aufhören, aber wir machen das Beste draus. Hier auf der Blue Stage, da spreche ich um 12.33 Uhr, da kommt mein Vortrag, wird mega geil. Tja, bin jetzt natürlich schon ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, die richtige Anspannung kommt dann kurz davor, was sehr wichtig ist und gut ist, weil jeder, der sagt, der wäre nicht aufgeregt, der lügt. Das gehört dazu, dass man ein bisschen das Feuer noch hat, aber ich freue mich schon mega, denn nach den ersten 10 Sekunden ist dann alles wie weggeblasen, ist einfach nur geil, vor Leuten zu sprechen, vor allem mit dem Thema, was einem am Herzen liegt, was bei mir natürlich die Steuern sind. So, und jetzt sind wir hier vom Creator G und um 12.33 Uhr geht es dann los mit meinem Auftritt Steuern, dein Weg zur finanziellen Freude. Ich freue mich schon mega und seid gespannt. So, jetzt sind wir im Backstage-Bereich. Ich bringe noch schnell meine Socken zur Garderobe und um 11.15 Uhr geht es dann in die Maske und dann geht es zum Auftritt. Wir nehmen euch überall mit hin, sehen uns gleich dann hinter der Bühne und dann geht's zum Auftritt. Jetzt sind wir hinter der Bühne, hinter der Mainstage, Backstage. Und hier wird heute Abend dann auch Tony Robbins sprechen. Da freue ich mich selber persönlich mega drauf. Und ja, mega cool hier. Über 15.000 Leute kommen heute hier zum Creator Festival heute und morgen. Es wird ein richtig geiles Event. Der nächste Redner, und ich kann euch sagen, meine Güte Leute, ihr könnt euch wirklich auf was gefasst machen, der ist 29 Jahre jung. 29 Jahre. Und er hat gelernt, wie man wirklich ganz strategisch Steuern sparen kann, mit Steuern umgehen kann. Und das nicht in Dubai, nicht in Spanien, nicht auf Malta, nicht in den USA, nein, hier in Deutschland. Und was soll ich sagen? Ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Freut euch auf den wunderbaren nächsten Speaker. So, jetzt sind wir fertig nach der Rede. War mega geil, hat mega viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt erstmal was trinken und die Stimme wieder ein bisschen ölen. Aber war mega cool und freue mich schon aufs nächste. Ja? Da werden wir auf jeden Fall auch wieder als Speaker am Start sein.